Es geht bald wieder auf. Große Reise! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Ankündigungsvideo, wo es denn als nächstes für mich hingeht. Und ja, ich habe euch lange auf die Folter gespannt und mir gesagt, ja, ich announce es bald und so. Und ja, heute mache ich, denn ich habe eigentlich gewartet, bis alles fest gebucht ist, bis ich auch einen Plan gemacht habe, weil ich bin tatsächlich so ein Planungsmensch und möchte alles vorher geplant haben und in festen Tüchern haben, bevor ich dann irgendwas euch erzähle. Ja, es geht schon sehr, sehr bald los. Ein bisschen mehr als in einem Monat. Und zwar geht's primär erstmal auf AIDA Kreuzfahrt. Ja, mal was ganz Neues. Ich gehe mal wieder auf AIDA. Und zwar machen wir eine Kreuzfahrt, die wir eigentlich schon 2020 machen wollten. Ja, 2020. Im März 2020, also genau vor 3 Jahren, wollten wir genau exakt dieselbe Kreuzfahrt machen, aber wir wissen, was ja dann kam und wir hatten dann noch schnell umgebucht und haben dann eine Woche Abu Dhabi gemacht, bevor dann hier alle Schotten dicht waren und wir alle zu Hause bleiben mussten. Ja, was für eine AIDA-Kreuzfahrt machen wir und deswegen auch dieser Look, denn ich werde auf dieser AIDA-Kreuzfahrt 2 Disney-Parks mitnehmen. Und 2 Disney-Parks, in denen ich noch nie war. Und an dem Outfit könnt ihr euch vielleicht denken, Moment, ich drehe mich mal kurz. Könnt ihr es lesen? World of Frozen! Ja, genau, also auf dieser AIDA-Kreuzfahrt nehme ich 2 Disney-Parks mit, aber das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Ich erzähle euch, wann wir wo sind und so weiter, was wir schon gebucht haben. Und zwar geht es von Bangkok nach Shanghai. Eine AIDA-Kreuzfahrt, die wir wirklich vor drei Jahren machen wollten. Genau dieselbe Route, genau derselbe Zeitraum. Wir hatten auch alles gebucht und ja, hätte schon damals die 2 Disney-Parks mitgenommen. Dem war nicht so und jetzt geht es am 25. Februar, also ihr seht ganz, ganz bald, von Frankfurt nach Bangkok. Ich fliege mit meiner Mama, die natürlich immer bei einer AIDA-Kreuzfahrt dabei ist oder generell auf Kreuzfahrten, plus 2 ihrer Freundinnen, die damals, ich muss mal kurz, es juckt kurz mal, ich muss mal kurz, tut mir leid. Und 2 ihrer Freundinnen, die auch schon in Orlando mit dabei waren, bei meinem ersten Trip nach Orlando. Und genau, also sind wir zu viert. Und wie gesagt, wir fliegen mit von Frankfurt nach Bangkok über Chennai, also Indien. Und zwar fliegen wir von Frankfurt nach Chennai mit Lufthansa und von Chennai, ich hoffe, es wird ausgesprochen, Chennai, nach Bangkok dann mit Thai Airways. Ja, euch interessieren auch immer die Preise. Das heißt, ja, für den Flug haben wir jetzt 760 Euro pro Person bezahlt, hin und zurück. Also wir fliegen ja von Frankfurt nach Bangkok und dann von Shanghai zurück nach Frankfurt. Und für den Flug haben wir 760 Euro pro Person gezahlt. Wir haben uns für die individuelle Anreise entschieden von AIDA, weil wir am Ende in Shanghai noch 2 Tage dranhängen möchten, wie ihr euch vielleicht denken könnt und wo ich dann übernachten werde. Und wenn man mit AIDA bucht, die Anreise, dann ist es erstmal bei der Kreuzfahrt super teuer gewesen, die eigene Anreise, Pauschalreise, also wo der Flug und alles von AIDA gebucht wird, war es super teuer und so sind wir halt noch flexibel und können dann noch 2 Tage hinten an Shanghai hängen. Ja, und dann landen wir am 26. Februar in Bangkok, relativ früh morgens um 6.25 Uhr. Und tatsächlich, ich war ja schon mal in Bangkok mit AIDA, also wir sind schon mal von Bangkok nach Bangkok gefahren mit AIDA. Und das Schiff hält leider nicht in Bangkok selbst, sondern in Lam Chabang. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Es ist knapp 1 Stunde von Bangkok entfernt. Deswegen haben wir jetzt noch einen Transfer gebucht über Get Your Guide und bezahlen dort zum Beispiel 130 Euro für die ganze Partei, also für 4 Personen, der uns dann von Bangkok Flughafen nach Lam Chabang bringt. Und an dem 26. haben wir dann erstmal nichts geplant. Da meine Mama und ihre Freunde natürlich etwas älter sind, werden sie mit dem Jetlag auch auf jeden Fall zu kämpfen haben.
Und deswegen werden wir auch ganz entspannt in den Tag starten. Vielleicht werden wir die Umgebung da erkunden. In der Nähe von Laem Chabang gibt es auch einen kleinen Ort. Vielleicht werden wir da hinfahren, da waren wir beim letzten Mal nicht. Wir haben ja letztes Mal eine Bangkok-Tour gemacht, wo wir da waren. Und das waren wir diesmal nicht. Und weil am 27. Fährt das Schiff ja abends dann weg, aber es steht noch einen Tag in Laem Chabang. Und da habe ich mir jetzt einfach eine E-Bike-Tour gebucht. Laem Chabang und das grüne Hinterland mit dem E-Bike erleben von AIDA selbst. Ich liebe die AIDA-Fahrradtouren. Man sieht immer mal andere Sachen von den Ländern. Betätigt sich sportlich, auch wenn es ein E-Bike ist, ist es trotzdem anstrengend. Und genau, dann geht es vom Hafengelände ins Zentrum von Laem Chabang, durch typisch thailändische Ortschaften, fernab des Tourismus. Ich habe hier eben meinen Plan ausgedruckt. Fotostopp an der Tempelanlage, Weiterfahrt durchs grüne Hinterland, Pause an einem Park mit Marktplatz und dann geht es zurück zum Schiff. Kostet für mich jetzt, das mache ich alleine, kostet 95 Euro dieser AIDA-Ausflug. Also AIDA-Ausflüge sind leider sehr teuer, aber bei einigen Häfen, die wir jetzt ansteuern werden, werden wir auch AIDA-Ausflüge machen, weil es einfach dann praktischer ist und zweitens ist es dann sicher, weil viele Häfen, die wir jetzt auch ansteuern, sind weit weg von der Hauptstadt oder der eigentlichen touristischen Stadt entfernt, um da dann halt sicher zu gehen, dass wir pünktlich auch zurück sind. Und ja, ich habe, also wie ich das auch gemacht habe, ich habe mal geguckt, okay, bei Get Your Guide, was gibt es da für Ausflüge? Oder halt bei AIDA, ich habe das so verglichen und natürlich auch an die Umstände meiner Mitfahrenden geschaut, dass es halt nicht zu anstrengend ist. Also zum Beispiel später, wo wir ja dann auch in Hongkong halten werden, machen wir doch eher dann die Bustour mit AIDA, anstatt eine 4- bis 6-stündige zu Fußtour durch Hongkong, was dann schon sehr anstrengend wäre für meine Mama. Ja, dann am 28. Februar haben wir Seetag, das heißt einmal entspannen auf See auf AIDA. Dann, ich weiß nicht, mit AIDA, ich glaube, wir fahren mit AIDA Bella oder Diva, eins von den beiden, aber auf jeden Fall war ich auch schon mal auf dem Schiff. Das ist, glaube ich, dasselbe Schiff, mit dem wir auch von damals von Bangkok gefahren sind. Dann am 29. geht es in ein ganz neues Land für mich, und zwar nach Vietnam. Ja, wir besuchen Ho Chi Minh Stadt oder auch Phu Mai. Also ich glaube, der Hafen, den wir anschauen, ist in Phu Mai. Und da habe ich einen Get Your Guide Ausflug gebucht. Ist relativ teuer für Vietnam, aber der Hafen ist halt auch relativ weit von Ho Chi Minh Stadt entfernt. Das ist ja die Hauptstadt. Und wir zahlen 90 Euro pro Person über Get Your Guide und werden direkt aber von einem Fahrer am Hafen abgeholt und fahren dann in die Stadt, genießen die Landschaft und besuchen viele Wahrzeichen. Und ich bin sehr gespannt auf diese Stadt. Wie gesagt, ich war vorher noch nie in Vietnam und das wird auf jeden Fall sehr, sehr aufregend werden. Ich werde euch natürlich in den Vlogs jeweils mitnehmen und euch jeden Tag einen Vlog mitbringen, wenn wir einen Hafen besuchen. An Seetagen weiß ich nicht, ob ich vlogge oder ein komplett so ein Seetag auf AIDA oder so machen. Wir haben relativ viele Seetage auch. Als nächstes haben wir jetzt wieder einen Seetag am 1. März. Und vielleicht mache ich so einen Vlog Seetag auf AIDA und dann die meiste Zeit werde ich halt nur in der Sonne liegen. Und man muss dazu sagen, je weiter wir fahren, desto kälter wird's. Also am Ende in Shanghai werden es, glaube ich, nur noch so 13 bis 15 Grad werden. Und in Bangkok, wenn wir dann ankommen, werden es halt so 30 Grad. Also das mit den Klamotten wird auch noch sehr interessant werden. Aber ich freue mich riesig auf die Tour. Dann, ja, wie gesagt, am 1. März geht es dann auch wieder auf See. Da haben wir Seetag. Und dann geht es am 2. März wieder nach Vietnam. Also ich hoffe, das stimmt. Nach Da Nang. Da haben wir dann auch wieder einen Get Your Guide Ausflug gebucht und zwar mit dem Privatwagen geht es zur Goldenen Brücke und zurück von Da Nang Hoi an. Also diese Namen. Auf jeden Fall fahren wir zur Goldenen Brücke, das soll das Wahrzeichen da sein, zahlen 62 Euro für alle. Also das ist wieder so der krasse Unterschied von Ho Chi Minh Stadt, 90 Euro pro Person. Und bei dem anderen zahlen wir 62 Euro für die komplette Tour für alle. Also das ist halt, naja. Auf jeden Fall fahren wir da hin. Bin sehr gespannt. Das sah auf den Bildern echt spektakulär aus. Und ja,
Wie gesagt, Vietnam war was ganz Neues für mich. Und übrigens, wenn ihr zu irgendwelchen Städten, die ich euch jetzt noch sage oder schon gesagt habe, Tipps habt, was ich unbedingt sehen soll, was ich vielleicht essen soll, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und auch gerne, weil da kommen wir jetzt am nächsten zu, Tipps zu Hongkong Disneyland und Shanghai Disneyland. Also bitte alles, was ihr wisst, unten in die Kommentare. Ja, am 3. März haben wir dann noch einen Seetag, bevor wir dann am 4. März in Hongkong sind. Und in Hongkong stehen wir tatsächlich 2 Tage mit dem Schiff und deswegen kann ich am ersten Tag den kompletten Tag im Disneyland Hongkong verbringen. Und deswegen mein Outfit. Ich werde World of Frozen sehen und freue mich unglaublich, endlich diesen Park zu sehen. Für Brina ist es ja der Lieblingspark weltweit für sie. Und es ist tatsächlich auch der kleinste Disneyland-Park an sich. Und ich glaube sogar Shanghai ist dann der größte. Also ich glaube, ich besuche den kleinsten und den größten Park innerhalb von 2 Wochen. Leider bin ich halt nur einen Tag in Hongkong und werde mir alle Sachen, die es gibt für Early Entry, Premier Access, werde ich mir alle kaufen, weil ich bin nur einen Tag dort und möchte in diesem einen Tag so viel wie möglich rausholen. Es wird wahrscheinlich nicht mein letzter Besuch gewesen sein in Hongkong Disneyland, weil es schwärmen so viele von Hongkong. Aber jetzt auf dieser Tour wird es leider halt nur ein Tag. Und für mich kostet ein Tagesticket 84 Euro plus. Ich habe dazu einen One-to-One-Meal-Voucher gekauft. Also ich habe wahrscheinlich irgendwie Frühstück und Mittagessen oder Abendessen in diesem Meal-Voucher drin. Das Meal-Voucher hat 19 Euro gekostet und das Tagesticket 84 Euro für mich. Und für meine reizenden Begleiterinnen, die alle über 65 Jahre alt sind, kostet das Ticket tatsächlich nur 12 Euro. Tagesticket für Disneyland Hongkong, nur 12 Euro, das ist echt krass. Und auch in Shanghai gibt es da tatsächlich Rabatte für ältere Personen. Und dann auch nochmal das Meal-Voucher für die. Habe ich auch noch dazu gebucht und wie gesagt, es konnte man noch nicht buchen, aber ich werde mir einen Early Entry Pass kaufen, weil damit ich in World of Frozen direkt die 2 Attraktionen abklappern kann. Es wäre mir einmal, heißt es auch Frozen Ever After oder so? Also die Attraktion, die auch in Epcot steht, gibt es auch dort, die wir auch ja in Disneyland Paris bekommen werden. Und dann gibt es noch eine Achterbahn und zwar die, weiß gerade den Namen nicht, auf jeden Fall Sven's Ride irgendwie sowas. Die gibt es ja exklusiv nur in Hongkong und beide Attraktionen möchte ich morgens direkt mitnehmen. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Er wird mir auf jeden Fall für uns Early Access, Early Park Entry Pass kaufen. Kostet 23 Euro pro Person. Dann werde ich mir den Premier Access Pass kaufen mit wahrscheinlich Momentus. Also in dem Premier Access Pass sind 8 Attraktionen drin und 2 Shows. Kostet 93 Euro in Hongkong. Und dann gibt es noch, das habe ich aber jetzt auf YouTube gesehen, das glaube ich nicht, es gibt noch Playhouse in the Woods. Das ist eine interaktive Show im World of Frozen mit Anna und Elsa. So ein bisschen wie die Show, die wir jetzt auch schon, nicht so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen mit Singalong und Interaktion mit Anna und Elsa. Und die kostet nochmal 15 Euro, aber ich weiß nicht, ob es mehr zeitlich erstmal wert ist, weil wirklich, ich habe nur einen Tag und die sah jetzt nicht so klar. Man sieht dann Anna und Elsa hautnah und so, aber weiß nicht, ich würde dann lieber gerne andere Charaktere treffen. Aber hier, Premier Access, 8 Attraktionen und 2 Shows werde ich auf jeden Fall holen. Und auch Early Entry Pass auf jeden Fall. Ob meine Mama und ihre Freundinnen den Premier Access holen, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal erfragen, aber für die Shows wird es auf jeden Fall auch Sinn machen. Hongkong Disneyland, werde euch natürlich so viel zeigen, wie es geht, werde euch World of Frozen zeigen und übrigens die Sachen habe ich bei Bello Shop Hongkong gekauft, ihr wisst, das habe ich auch schon öfters in den Halls gesagt, habe ich mir da schon mal vorbestellt, hier die Ohren und der Spirit Jersey mit hinten World of Frozen hinten, sichere ich mir mal schon, dann habe ich schon mal mein Outfit für Hongkong. Ich habe mir den jetzt in M bestellt, weil ich hatte Angst, dass die asiatischen Spirit Jerseys kleiner ausfallen, aber die fallen auch normal aus. Also falls ihr ihn euch bestellen wollt, die fallen aus wie unsere Spirit Jerseys. Jetzt habe ich halt M, normalerweise trage ich S, aber ist nicht so schlimm. Kann man auch mal im Winter dann tragen mit dem Pulli drunter. Und bevor die Fragen kommen,
Nein, ich bringe euch nichts mit. Ich biete keinen Mitbringservice, weder aus Hongkong noch Shanghai. In Hongkong habe ich nur einen Tag und weiß nicht, wie viel Zeit ich überhaupt haben werde, mich in den Shops umzugucken und wie wild einzukaufen. Deswegen kann ich keinen Mitbringservice für euch anbieten. Aber deswegen gibt es ja so Shops wie Bello Shop Hongkong. Die haben auch das komplette Merchandise aus Tokio, Hongkong und Shanghai. Und dort könnt ihr alles bestellen. Klar, ein bisschen Aufpreis, aber erstmal habe ich keinen Platz im Gepäck für alles. Und dann noch die Zollfreigrenze und die Zeit. Also bitte seht es mir nach. Ich kann euch leider nichts mitbringen. Ja, und das war dann der 4. März. Dann geht es abends am Feuerwerk zurück aufs Schiff. Und dann sind wir nochmal am 5. März in Hongkong. Und da habe ich ja eben schon gesagt, da haben wir jetzt den Ausflug mit AIDA gebucht. Kostet 55 Euro pro Person. Ich hatte noch einen von Get Your Guide, der hat 61 gekostet, aber wie gesagt, 6 Stunden zu Fuß. Wäre natürlich dann besser gewesen, um die Stadt richtig zu sehen und so, aber das wäre dann tatsächlich anstrengend für meine Mama und ihre Gefährtinnen gewesen. Und deswegen haben wir jetzt den Hongkong individuellen Entdecken mit dem City Loop. Den Ausflug haben wir gebucht. 50 Minuten zum Busfahrt zum Hongkong Park. Dann haben wir 30 Minuten Freizeit. Weiterfahrt zum Victoria Peak, dem höchsten Berg Hongkongs. Dann 30 Minuten Aufenthalt auf die Blick auf die Wolkenkratzer. Dann geht es weiter zum Repulse Bay, dem längsten Sandstrand Hongkongs. Dann haben wir da wieder 25 Minuten Aufenthalt. Weiterfahrt zum Stanley Markt. Und zum Open-Air-Markt, dann haben wir da 50 Minuten Zeit zum Einkaufen und dann geht es noch mit dem Bus irgendwo zur Attraktion und dann geht es zurück zum Schiff. Ich bin eigentlich nicht so der größte Fan von AIDA-Busreisen, weil man erst da durchgehetzt wird und nicht so viel Zeit hat an den jeweiligen Sachen oder sich so viel Zeit nehmen kann, wie man möchte. Aber wie gesagt, das war jetzt die, vor allem wenn wir einen Tag vorher Hongkong Disneyland machen, werden die auch schon erschöpft sein und dann nochmal am nächsten Tag 6 Stunden durch die Stadt laufen. Ist dann schon ein bisschen anstrengend. Ich würde es durchziehen, aber ich bin ja nicht alleine. Dann haben wir aber einen Tag Ruhe, und zwar am 6. März. Dann haben wir nämlich Seetag. Und dann geht es weiter in ein Land, in dem ich auch noch nie war, und zwar Taiwan. Ja, es geht nach Taipei oder das Schiff hält in Keelung. Ja, auch nochmal ein neues asiatisches Land, wo ich das noch nie war. Es ist sehr spannend und da haben wir auch einen AIDA-Ausflug gebucht und zwar Taipei auf eigene Faust. Das heißt, AIDA bringt uns mit dem Bus hin und auch zurück. Und hier fährt man auch 50 Minuten mit dem Bus nach Taipei vom Hafen. Kostet 69 Euro pro Person und dann hat man 6 Stunden Freizeit in Taipei. Kann man shoppen und bummeln und Tempel anschauen. Und dann fahren wir wieder zurück zum Schiff. Also Taipei, wenn ihr Tipps habt zu Taipei, dann bitte unten in die Kommentare, weil wir haben 6 Stunden Zeit in der Stadt. Und ja, bin auch sehr gespannt auf Taiwan. Ich liebe Asien und jetzt so viele neue Länder zu entdecken, ist echt Wahnsinn. Und am 8. März geht es nach Japan. Leider nur ein Stopp und zwar eine Insel. Aber da komme ich immer auch schon mal wieder, erstmal ein neues Land wieder und Japan ist ja auch so eine Destination, auf die ich unbedingt mal möchte, auf jeden Fall auch Tokio, steht ganz oben auf meiner Liste und ja, es geht nach Ishikagi, das ist eine Insel, die zu Japan gehört und da werden wir auch wieder den AIDA Shuttlebus nehmen für 12 Euro pro Person und da können wir auch wieder Ishikagi auf eigene Faust erleben. Der Bus fährt halt vom Hafen, bringt sie zum Shuttlebus, zum Fährterminal und dann können wir einfach da zu Fuß rumlaufen. Ist aber, glaube ich, auch eher so viel mit viel Strand und so weiter. Also, es gab auch viele Ausflüge von AIDA mit so Schnorcheln und Bootfahren. Aber ich dachte mir, ich bin das erste Mal in Japan, da gehe ich nicht irgendwie auf einem Boot, sondern möchte mir auch dort die Stadt anschauen. Ja, genau, Japan. Und dann geht's wieder auf See. Am 9. März haben wir dann wieder Seetag, wieder Entspannung. Dann geht es zum letzten Stopp, zum letzten Land, in dem ich noch nie war, und zwar China. Es geht nach Shanghai. Und das Schiff steht auch wieder 2 Tage in Shanghai. Am 10. März kommen wir an, da bleiben wir noch einen Tag komplett auf dem Schiff. Können da auch nochmal alle Sachen machen auf dem Schiff, essen und so weiter und haben dort eine Get Your Guide Tour gebucht, eine private und personalisierte geführte Tour.
durch Shanghai, dort 4 Stunden, kostet 22 Euro pro Person und genieße eine maßgeschneiderte Privattour durch Shanghai. Da können wir halt sagen, wo wir gerne hin möchten nach Shanghai und ja, werden dann die meisten Sehenswürdigkeiten anschauen. Ich möchte mir auf jeden Fall in Shanghai, auch in den Disney Store in Shanghai, das mache ich dann wahrscheinlich mal abends, wenn wir da sind. Das Schiff hält ja da und die Taxen sind ja auch nicht so teuer in Shanghai. Aber ich habe schon gelernt, Bargeld mitnehmen ist ganz wichtig, weil außer im Disneyland funktionieren wohl anscheinend keine Kartenzahlungen wirklich. Also Bargeld muss ich auf jeden Fall noch vorher ordern. Für die anderen Destinationen, wenn es nur so ein Tag ist, weiß ich nicht, ob ich da wirklich Bargeld, ob wir da viel Bargeld wechseln werden. Muss ich mich mal dann auch auf dem Schiff informieren. Ja, keine Ahnung, wird schwierig sein. Aber auf jeden Fall, Hongkong kann man das meiste, glaube ich, mit Karte bezahlen, auch unserer Karte, weil Hongkong ist sehr westlich angehaucht. Und ja gut, Taipei, Kuoximing-Stadt und Ishikagi weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall machen wir am 10. März die Shanghai-Tour, weil wir dachten, okay, ja, Disneyland kommt ja danach. Machen wir erst nach Shanghai, haben wir das abgehakt und dann müssen wir am 11. März ja runter vom Schiff, weil da die Kreuzfahrt offiziell zu Ende ist und theoretisch wir nach Hause fliegen müssten, aber wir bleiben ja noch und zwar geht's dann nach Disneyland Shanghai. Wer hätte es erwartet? Und dort übernachten wir 2 Nächte im Toy Story Hotel. Ich freue mich so. Ja, Tickets dafür habe ich jetzt noch nicht gekauft, weil man die, glaube ich, auch noch nicht kaufen konnte. Aber Hotel habe ich schon gekauft, also gebucht. Kostet 605 Euro für 2 Nächte für uns 4 Personen. Gibt natürlich auch noch das Disneyland Shanghai Hotel. Aber das war viel teurer, deswegen haben wir das Toy Story Hotel genommen. Zeige ich euch natürlich auch. Und dort, wie gesagt, bleiben wir dann 2 Nächte. Und dann geht es ab am 13. März dann wieder zurück. Von Shanghai nach Frankfurt, wieder mit Lufthansa, ein Direktflug, 14 Stunden, glaube ich, oder so. Und dann landen wir am 14. März wieder zurück wir landen am 13. März zurück in Frankfurt und am 14. fliege ich dann morgens von Frankfurt nach Zürich zurück. Bleibt dann eine Nacht in Frankfurt im Hotel. Ja, Shanghai. Das passt auch super, weil Zootopia, der neue Themenbereich, hat dort auch erst vor kurzem geöffnet. Das heißt, Zootopia zeige ich euch dann auch. Ich bin sehr gespannt auf Shanghai. Habe ja schon vieles gehört, dass man dort mit der Sprache nicht so gut klarkommt, weil viele nicht Englisch können. Man braucht auf jeden Fall einen Übersetzer. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die 2 Parks sich unterscheiden werden, also Hongkong und Shanghai. Generell und ja, wie gesagt, Shanghai haben wir 2 Tage dann. Wir werden am 11. und am 12. dann in den Park gehen. Early Entry haben wir durch das Hotel. Und aber ich habe schon gehört, für das Feuerwerk sollte man also auf jeden Fall einen Platz reservieren. Das werden wir auch tun. Also Money kosten. Ob ich mir einen Premier Access Pass kaufe, weiß ich noch nicht. Das werde ich, glaube ich, spontan entscheiden. Mir die Wartezeiten so ein paar Tage vorher in der App mal anschauen. Und wenn dann halt irgendwie für die Hauptattraktion so Tron oder Pirates, ne, das sind ja die 2 Attraktionen in Shanghai, vielleicht sonst nur einzelne Premier Access Passes, ich weiß es noch nicht. Das tatsächlich bin ich noch unentschlossen in Shanghai. Mal gucken, aber ich würde auf jeden Fall gerne so Daffy und seine Freunde treffen, aber ich weiß, sie sind immer sehr beliebt. In Asien ist es tatsächlich so, Mickey, Minnie und Donald, da sind die Schlangen nie lang, aber für Daffy und seine Freunde, da warten die stundenlang für die. Also mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall dann auch sehen, wenn ich vor Ort bin. Ich weiß auch gar nicht. Also wie gesagt, in Shanghai ist es dann relativ kühl. So 13 bis 15 Grad. Und muss dann tatsächlich auch ein bisschen wärmere Sachen einpacken. Ja, das ist die Tour. Fast 2,5 Wochen sind wir dann unterwegs, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und ich freue mich. 2 neue Parks auf meiner Liste, die ich ja schon lange besuchen wollte. Das war ja schon vor 3 Jahren geplant. Und ich freue mich sehr, euch dann auch mitzunehmen, natürlich in den Stories und auch auf YouTube ganz. Also in den Stories wird es nicht ganz so viel sein, weil ich natürlich nur Internet über AIDA haben werde. Ich werde mir aber auch eSIM-Karten kaufen für das jeweilige Land bei HolySIM. Das habe ich ja schon gemacht für Dubai, um dann auch connected zu sein, weil klar, ich könnte jetzt dann so eine Pause machen, aber ich irgendwie, keine Ahnung, ich möchte natürlich auch mit meinem Freund in Kontakt bleiben und so.
Und ja, werde mir auf jeden Fall Holy Sim holen und auch, auch das Social, nicht das Social Media, das Internetpaket auf AIDA selbst. Die haben ja jetzt auch diesen neuen, die neue Verbindung zu Sky. Ne, heißt es Skylink? Irgendwie heißt diese neue Verbindung da zu diesen Satelliten. Das war jetzt auch auf den Kanaren super gut. Und das werde ich mir dann auf jeden Fall auch dort holen. Ja, das war's. Das war mein Ankündigungsvideo zu der bald anstehenden Reise. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, werde euch mitnehmen, werde meinen Koffer packen, werde euch vielleicht wieder ein Video machen, was ich alles in meinen Koffer packe. Ich muss noch ganz viele TikToks und YouTube-Videos zu beiden Parks gucken, um da auch informiert zu sein. Was sollte ich probieren? Was soll ich essen? Wo soll ich essen? Das Donald-Restaurant in Downtown, heißt glaube ich Downtown Shanghai, soll super schön sein. Da soll ich auf jeden Fall hingehen. Möchte natürlich auch einheimische Snacks dort essen und werde ganz viele Snacks probieren in beiden Parks und freue mich auch auf die anderen asiatischen Länder und ja, das wird eine sehr aufregende Reise, muss ich sagen, mit sehr, sehr vielen neuen Eindrücken und ja, ich freue mich einfach drauf. Und deswegen werde ich wahrscheinlich im März, weil ich ja erst am 14. März wiederkomme, nicht nach Disneyland Paris fahren können. Aber ich besuche dafür zwei andere Parks im März weltweit. Also das werdet ihr verkraften, wenn dann im März kein Disneyland Paris Content kommt. Da kommt dann genug Disneyland anderer Content. Wie ich es hochladen werde, wahrscheinlich werden die Disney Parks Videos zuerst kommen und dann erst die AIDA Vlogs. So denke ich mal, werde ich es handhaben. Aber meinen Upload-Plan habe ich dafür noch nicht geschrieben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid, freut euch genauso wie ich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.